Schnappe Michael Greco und triff dich mit Vito. Und damit ein herzliches Hallo zu einer weiteren Aufnahmesession Mafia 3. Und wie ihr jetzt bereits am linken unteren Bildschirmrand erkennen könnt, ist unsere Lebensanzeige auf 3 Balken erhöht worden. Und das muss ich euch ganz ehrlich gestehen, finde ich ganz cool vom Game. Vor allem, hey Lincoln, dank dir ist hier wieder alles normal geworden. Ja, kein Stress. Vor allem wäre uns dadurch sicherlich der ein oder andere Tod erspart geblieben, wenn wir dieses Feature schon eher gehabt hätten. Ne? Aber das stimmt uns doch jetzt ein bisschen positiv für die Zukunft. Und bevor ich jetzt aber da noch weiter rumcruise, wo ist das denn? Anzeige, Spiel. Fahrmodus Simulation. Ah, okay. Ich hab's eh schon umgestellt. Weil ich nämlich mit dieser normalen Fahrmethode nicht ganz zufrieden war. Weil es schon sehr, sehr steif war. Und mit Simulation probieren wir es jetzt einfach nochmal. So, steigen wir aus. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf den geilen Lincoln mit seinem mit seinem Schnauzer. Das ist der Magnum-Schnauzer. Für alle Leute, die noch die Serie kennen. Und jetzt hat's. Sagen wir mal Hallo zum Vito. Greco ist in dem Haus am Ende des Blocks. Sind viele Nutten drin. Vielleicht leckt er gerade eine Muschi. Hat er ein paar Leute dabei? Ein paar Dumpfbacken. Ich geh nach vorne, du nimmst die Rückseite. Wenn er weg will, schnapp ihn dir. Aber ich will ihn persönlich umlegen. Scheiße. Das sind Leute von Marcano. Schnell zum Auto, du fährst, ich geb uns Deckung. Ich schmeiß mich in den Arsch, wenn der abhaut. Fische brauchen Futter, schnappt Michael Greco. Wo zur Hölle hat Greco mein Auto her? Er ist eben ein kleiner Scheißer. Fuck, wieso überlässt du diesen Spinner nicht einfach Marcano? Marcano würde diesen kleinen Scheißer bloß töten. Jetzt bin ich eh schon froh, dass die Musik nicht übernommen wurde. Außerdem, dass ich Marcano nur in der Cutscene gespielt wurde. Ist das ein guter Ersatz? Verstehe. Weil sonst hätten wir da wieder Probleme mit der GEMA gehabt. Und auf das hätte ich jetzt gar keinen Turn. Oh, wieso biegt denn der jetzt ab? Was ist denn das für ein elendiger Penner? Komm, fahr. Oh, der ist schon ganz schön weit weg jetzt. Ah, aber das ist schon wieder so typisch, dass der jetzt da genau da abbiegen muss. Aber da vorne fährt er. Es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen. Da drüben! Er schießt den Arsch endlich! Nicht auf meinen Wagen, Vito! Mann! Solange ich nachlade! Du bist ich kann nichts versprechen! Aha. Ich lasse diesen Arsch auf keinen Zielauswahl Fall. Zielauswahl LB. Wenn ich LB drück, dann. Ah, okay. Dann fliegt auf einmal so eine Frau über mein Auto. What the fuck? Ah, okay, jetzt kann ich aber zielen. Boah, ich dachte schon wieder, dass die abbiegt. Ah, okay, so kann ich also schießen. Da wäre natürlich eine Pistole gar nicht so schlecht. Komm. Ist das Autorahmen? Ja, genau. Perfekt. Kann der noch fahren oder steigt er aus? Der steigt aus. Er muss nachladen! Feuer frei! Nein, ich will doch nicht wieder ins Auto. Ich wollte nachladen. Ach, der hat da unendlich Muni drin in dem Auto. Das ist natürlich auch geil. Okay, das war. Geh weg. So, jetzt löschen wir noch die da aus. Ja, oi, der Double Kill! So, Greco. Jetzt bist du aber alle. Ey, das ging doch jetzt mal ziemlich gut. Scheiße. Verfluchte Scheiße. Wer zum Teufel seid ihr? Wir müssen ihn wegschaffen. Die Bullen sind gleich da. Mach die Tür auf. Ein
Oh, jetzt müssen wir abhauen. Muss diese verschissenen Maisfresser abhängen. 10 Minuten haben wir Zeit. Ich glaube, das ist gar nicht so easy. Verdächtiger befindet sich in South Down. Was ist passiert? Du hast dich mit dem Falschen angelegt, das ist passiert. Und jetzt halt's Maul. Okay, weg, 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 weg. Jawohl. Ich muss echt sagen, dass das simulierte Fahren schon einiges besser ist. Als die normale Steuerung. Aber wenn es schon fast zu sensibel ist oder zu sensitiv. Okay, aber wo soll ich da jetzt hin? Die kommen ja immer wieder von vorne. Ihr habt keine Ahnung, mit wem ihr euch hier anlegt, ihr Rattenficker. Arschlöcher. Ah, so scharf ist natürlich. Die Cops sind doch an uns dran. Häng sie ab! Ja, du sagst es so leicht. Aber wo soll ich denn hinfahren? An alle Einheiten. Verdächtiger befindet sich in River Row. Soll ich da vielleicht mal abbiegen? Ach Gott, geht mir das auf die Eier. Ja, geh doch weg, geh doch weg, geh doch weg! Ich kann der Typ überhaupt fahren? Ja, ich komm da nicht weg! Ja, das ist doch klar, dass die Mission scheitert. Ah, was mache ich jetzt? Wenn ich dich umniete, soll sich der Teufel sein Frühstück. Jeder Versuch, Lincoln Salmacano zu töten, bedeutete den Tod von Vito Scarlatta. Checkpoint laden, Auftrag abbrechen. Ja, Checkpoint laden, ne? Oh, was war denn das schon wieder für ein Fail? Ich bin da einfach nicht mehr rausgekommen. Ich bin einfach festgesteckt. Aber hauptsächlich dürfen wir uns jetzt wieder hier 3 Minuten... diesen wunderschönen Ladebildschirm anschauen. Aber ich hoffe, dass wir jetzt halt ab dem Zeitpunkt starten können, wo wir jetzt halt diesen Greco schon hatten. Ne? Aber ich habe echt keine Ahnung, wo wir da jetzt hinfahren sollen, weil die sind immer wieder von vorne gekommen. Aber vielleicht müssen wir da mal auf irgendeinem Feldweg oder sowas abbiegen. Ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht müssen wir halt bloß die 10 Minuten überstehen. Das kann auch sein. Aber schaut's mir da auf den Radar, die kommen schon von beiden Seiten. Die Bullen kleben uns am Arsch. Achtung, alle Einheiten. Verdächtiger befindet sich. Man muss es innerhalb von 10 Minuten schaffen, das wäre natürlich nur krasser. Was ist passiert? Du hast dich mit dem Falschen angelegt, das ist passiert. Und jetzt halt's Maul. Hier kommt die richtige Polizei. Kann der Typ überhaupt fahren? Ja, das wird den jetzt nicht mehr allzu viel interessieren, wenn wir mit den Ländern irgendwann umbringen. Das meine ich halt dann. Was zum Henker machst du da? Ich werde zum Helden, wenn ich dich umniete. Eieieiei. Ihr habt keine Ahnung, mit wem ihr euch hier anlegt, ihr Rattenficker. Arschlöcher. An alle Einheiten. Der Verdächtiger befindet sich in River Road. Oh, kennst du das, wenn einfach mal 5000 Cops im Rücken sind? Oh, ja, Spritz. Komm, komm, fahr. Ach Gott. Ich finde das so schlimm. Position und Feuerbereit. Meine Brücke ist im Arsch. Jawohl. Oh, natürlich wird so eine Laterne nicht da gleich weggefegt von unserem Auto. Boah, ich habe keine Ahnung, wo wir da hinfahren sollen. Ich schau mal kurz auf die Karte. Ja. Vielleicht, wenn wir da jetzt die ganze Zeit geradeaus fahren, vielleicht bringt das was, aber ich hab echt keine Ahnung. Aber das ist ja Wahnsinn, die kleben uns da hinten dran. Müssen diese Scheißbollen loswerden! Wie so eine Klette. Hier kommt die richtige. Lass mich! Leg dich nicht auf da hinten, Kleiner, wir sind bald da. An alle Einheiten, der Verdächtige wurde im Bayou gesehen. Aber jetzt machen wir schon ein paar Meter gut. Also vielleicht ist das gar nicht so verkehrt, wenn wir jetzt einfach die ganze Zeit geradeaus fahren. Oh, die Cops kommen näher! Verdächtiger wurde in der Gott, verdammt! Jawohl. Oh. An alle Einheiten. Kehre zum Vitos Restaurant zurück. Unmittelbare Umgebung eingeleitet. Ihr feinen Wichser, lasst mich endlich gehen! Jawohl, aber ich bleibe jetzt. Wohin? Zu dir? Ja. Fahr hinten rum zum Gästehaus. Was dich betrifft, benimm dich ein bisschen. Okay. Großer Gott. Aber dann warte ich jetzt trotzdem nur kurz. Versuch doch mal, hilf mir doch jemand! Hilfe! Oder ist das eine blöde Idee? Achte auf die Bullen. Wenn ich jetzt nur kurz warte, bis die ganzen Bullen da weg sind. Oder ich fahr außenrum. Das kann ich natürlich auch machen.
Dann fahre ich hier außen entlang, da dann so runter und hier dann da wieder rein. Ja, okay, probieren wir das. Ich will nicht mit diesem Arschloch auf der Rückbank angehalten werden. Scheiße. Ein paar Jahre lang dachte ich echt, ich hätte diesen ganzen Jimmy Cagney-Scheiß hinter mir. Aber sieh mich an. Witzig. Hätte ich mehr für so einen Typ wie Edward G. Robinson gehalten. Könnte sein, dass ich... Ich muss jetzt nur geradeaus fahren, aber die parken halt da schon so. Sieh dich doch selbst an, Junge. Weißt du, Gott hat auch Sinn für Humor. Wahnsinn. Ein saukranken Humor, aber immerhin hat er Wichser einen. Komm, fahr. Aber mich würde jetzt interessieren, was passieren wird, wenn man mir jetzt da auf die 6 Minuten unten einfach mal verzichten, ne? Was wollt ihr, hä? Wollt ihr Geld? Ich kann euch Geld besorgen, ihr Arschlöcher! Aber wahrscheinlich schlägt dann die Mission fehl. Achtung! Lass mich sofort hier raus! An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und streifen. Ich finde es halt ein bisschen schwierig, weil dieses simulierende Fahren ist halt schon sehr. Suche abbrechen. Jawohl. Und Streifendienst wieder aufnehmen. Ist halt schon sehr. Ja. Sensibel, beziehungsweise halt sehr sensitiv. Und ich finde einfach da diesen Kontrast so krass zwischen dem normalen Fahren, was halt total steif ist, und diesen wackeligen, simulierenden Fahren. Vielleicht ist das mittlerweile so normal in aktuellen Rennspielen, aber ich bin da bloß so ein bisschen Mario Kart-affin, aber ansonsten ist mir das eigentlich... Ach du Scheiße! Der Wichser ist fast durch die Windschutzscheibe geflogen! Relativ egal, was da in dieser Rennspielszene abgeht. Ihr habt keine Ahnung, mit wem ihr euch hier anlegt, ihr Rattenficker! Arschlöcher! Ihr seid dermaßen am Arsch, Mann! Wollt ihr Geld? Ich kann euch Geld besorgen, ihr Arschlöcher! Aber jetzt sind wir da. Aber ich lasse jetzt mal so von Einstellungen. Vielleicht kann ich mich da noch ein bisschen dran gewöhnen. Bitte! Ich hab doch nichts getan! Nichts getan? Wolltest du mich nicht umbringen? Das war doch nur, weil Onkel Sal es mir befohlen hat. Der Arsch hat mich nie leiden können, schon klar. Aber das geht für meinen Geschmack eindeutig zu weit. Aber ich wollte doch nicht... Spuck's aus, Mikey. Warum wollte er mich killen? Weil er sagt, dass du ein Schwindler bist. Und du hättest hier nie eine wichtige Rolle spielen dürfen. Soll ich weitermachen? Du hast noch 9! Nein, Scheiße, hör zu! Er hat sich Sorgen gemacht wegen dem Casino, dass du vor Leo und der Kommission rumquatschen würdest. Welches Casino? Los, antworte. Onkel Sal hat... Kannst du die Baustelle am anderen Ufer sehen? Er baut ein Casino da drüben, er will seriös werden. Das soll wie ein zweites Las Vegas werden und... Das ist hier verboten. Ach, Scheiße, ja, das weiß ich auch. Darum bezahlt er ja auch eine Menge Geld, damit die Gesetze geändert werden. Wer hängt da sonst noch mit drin? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht, das wäre ich. Hör zu, Ich hab dir alles gesagt, was ich weiß. Die hört sich an wie so ein kleines Kind. Kannst du mich jetzt nicht gehen lassen? Oh, dieser Schnauzer. Ja, sicher. Verdammter Vollidiot. Ich mach die Schweinerei schon weg. Du brauchst nicht hier bleiben. Aber vergiss unseren Deal nicht. Ich will einen Anteil an allem, was du reinbringst. Ich weiß, wie das läuft. Du kriegst deine Scheißkohle. Manchmal hilft mir eine Frau namens Elmer. Kubanerin. Knallhartes Miststück. Frag sie, ob sie was braucht. Vielleicht ein willkommener Nebenverdienst für dich. Und wo ist sie? Im Lagerhaus. Okay. Was machst du mit ihm? Auch hier brauchen die Fische täglich was zu futtern. Wann ungefähr haben wir erfahren, dass Herr Marcano ein Casino in der Stadt bauen lassen will? Ziemlich früh. Michael Greco hat Lincoln davon erzählt.
Und Lincoln Clay plante, ganz speziell Personen ins Visier zu nehmen, die mit Marcanos Casinoplänen befasst waren? Sal war knapp bei Kasse. Das Bestechungsgeld für die Legalisierung des Glücksspiels war hoch und er musste die Kommission bei Laune halten. Das hat Lincoln zu seinem Vorteil ausgenutzt. Er zwang Sal zu ein paar heftigen Entscheidungen. Entscheidungen, die seine Handlungsfreiheit einschränkten. Weißt du was? Wir machen zweimal so viel Schotter mit Heroin, als uns dieses dumme Scheiß-Casino bringt. Vielleicht sogar dreimal. Es geht hier nicht ums Geld. Worum sonst, hä? Alles, was ich von dir höre, ist, du hörst jetzt mit den Entschuldigungen auf, kapiert? Und bezahl deine scheiß Schulden. Du hältst das alles hier für Spaß, hä? Mein Fehler, ich hab dir zu viel durchgehen lassen. Statt die Leine kurz zu halten. Das ist kein Spaß. Diese Scheiße klebt an dir und zieht dich runter. Ich habe seit 43 Jahren nicht mehr durchgeschlafen. Und danach Lucio. Scheiße. Aber wir haben diese Schwanzlutscher dafür gekillt. Und zwar jeden von ihnen. Aber dein Onkel ist trotzdem tot. Du denkst, dieser Stuhl macht dich zu was Besonderem, hä? Etwas, das dich über diese Scheiße erhebt, hä? Es ist genau andersrum. In ihm hast du nur eine gigantische Zielscheibe auf deiner Stirn. Der Preis für all das ist hoch, glaub mir. Und ich mag ihn nicht mehr bezahlen. Am meisten aber sorge ich mich darum, dass ich mal einen Anruf kriege, dein Sohn liegt tot auf der Straße oder sowas. Und was also erwartest du von mir? Soll ich den Türsteher machen? Den Herren brav guten Abend sagen und ihren Tussen ein bisschen den Hintern tätscheln? Du arbeitest mit mir. Und dann nach 3-4 Jahren, wenn sich alles eingespielt hat, bist du am Drücker. Suchst dir ein nettes Frauchen und machst mir ein paar wunderbare Enkel. Klingt tot langweilig. Es geht nicht anders, Sohn. Die Welt ist im Wandel. Früher kannte jeder seinen Platz. Heutzutage schreien alle nach Gleichheit. Und plötzlich wollen sie alle ein Stück vom Kuchen. Nigger, Iren, Asiaten, einfach jeder. Unsere guten alten Regeln haben in dieser Welt ausgedient. Ja? Erzähl mir bloß keinen Scheiß, Lou. Bist du dir hundertprozentig sicher? Ja. Lincoln Clay ist noch am Leben. Verdammt. Vito zuweisen, Verbesserungsverlauf ansehen, gefallen. Der nächste Anruf bei Vitos Verbündeten geht aufs Haus. Vito zuweisen. Jawohl. Rede mit Vater James, wie es wirklich läuft. Unterhaltung freigeschaltet. Rede mit Donovan. Auf wen schießen wir denn? Rede mit Elmer. Klingt doch ganz leicht. Kommt noch was? Das dürfte es eigentlich gewesen sein, oder? Noch ein Gefallen, noch ein Gefallen. Schnapp Michael Greco. Abgeschlossen. Da bin ich jetzt eigentlich ganz erleichtert, dass das jetzt ziemlich flott ging. So, dann schauen wir jetzt mal kurz auf die Karte. Hier haben wir einerseits mal Rede mit Elmer. Das ist wieder so ein Zusatzauftrag. Rede mit Emanuel ist auch Zusatzauftrag. Und hier wird es dann weitergehen. Rede mit Donovan. Dann fahren wir doch da gleich mal hin. Wie schaut's aus von der Munition? Da wäre vielleicht Nachschub nicht ganz verkehrt. Könnte ich Nachschub bekommen in River Row? Komme schon, nur einen Augenblick. Och, der Drive da war mit so 5000 km/h da rein. Du weißt, was du brauchst. Okay, kannst. Zeig, was du auf Lager hast. So, Munition, $30. Ich glaube aber, dass der die kleine Schrot, die wir auf unserem Pistolen-Slot haben, dass der die gar nicht da hat und wir deswegen da jetzt keine Muni dafür kriegen. Aber jetzt palpen uns die mal noch, weil ich finde, dass die eigentlich ganz cool ist. Ich glaube, das war's erstmal. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Ich hab nur Scheiße gelabert.
Habe ich das schon ausgewählt? Ja. Auf wen schießen wir denn? Rede mit Donovan. Bei mir ist das vorhin so wenig vorgekommen, nur $30 für die Munition. Gut, wir haben jetzt nicht so viel verballert, aber trotzdem, das war eigentlich eher schon nix. Eieiei, da dürfen wir jetzt noch ein schönes Stück fahren. Aber das sollten wir doch auch noch hinbekommen. Aber mit unserem heißen Gefährt. Ich konnte es noch oft genug sagen, dass halt auf solchen Strecken wäre es natürlich dann schon geil, wenn wir dann ein bisschen Musik im Auto hätten. Aber uns sind halt da leider wirklich die Hände gebunden. Und das, glaube ich, nervt nicht nur euch ein bisschen beim Zuschauen, sondern natürlich auch mich beim Zocken, weil sind die Fahrten, die müssen halt dann natürlich auch irgendwie überbrückt werden und irgendwann gehen halt einfach die Themen aus, über die man redet. So. Dann schauen wir mal zum Donovan. Auf wen schießen wir denn? Noch nicht gehört? Wir stehen unmittelbar vor einem Rassenkrieg. Ich hab gesehen, wie du schießt. Ich würde sagen, wir kommen klar. Mit dem Schießprügel bin ich Wild Bill Hickok. Sag mal, wie kommt der Padre damit klar? Also, mit dem blutigen Pfad der Rache, auf den du dich begeben hast. Immer noch nicht glücklich darüber. Er hält dich für den Teufel. Weißt du, ich hab mir seine Dienstakte angesehen. Nur die Ruhe war reine Neugier. Er war Sanitäter, hatte aber bei Klimbach mit dem 614-Bataillon einen Kampfeinsatz. Soll 2 Panzer der Krauts abgeschossen haben, zusätzlich zu den 16 Leuten, die er abgeknallt hat. Ziemlich viel Blut für einen, der Priester werden will. Das war was anderes, das war im Krieg. Und das hier nicht? Ich sag ja bloß, den Krieg haben wir nicht gewonnen, weil wir Bedenken hatten, die Gefühle von jemandem zu verletzen, sondern weil wir die Krauts und die Japsen in die Steinzeit zurückgebombt haben. Das sollte der Padre mal lieber nicht vergessen. Ja, vielleicht. Ich melde mich später. Du bist doch nicht immer noch sauer, dass ich den Padre ausspioniert habe, oder? Jetzt sag nicht, dass du nicht mal ein bisschen neugierig warst. Ich wette, Scaletta hat sich gefreut, dich zu sehen. Okay. Dann verlassen wir jetzt die Bude wieder. Gehst jetzt da raus. Was ist denn jetzt unser nächster Auftrag? Weil ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass der uns jetzt da noch großartig irgendwie was verrät. Ah! Rede mit Burke. Überrede Burke, dir beim Kampf gegen Meccano zu helfen. Eieiei, das ist ja jetzt noch viel, viel längere Fahrt. Was ist hier noch? Rede mit Vater James. Ah, okay. Es gab viele Spannungen zwischen dir und Vater James. Versuch mal vernünftig mit ihm zu reden. Dann fahren wir jetzt zuerst zum Vater James und düsen dann zum Burke. Point, wer da? Rede mit Vater James. Ist das ein Blindner? Dann waren es jetzt genau die Gespräche, die wir führen müssen, ne? Um in der Hauptmission jetzt weiter zu gelangen. So, da ist jetzt der Vater James. Ich kann es kaum glauben, was ich da lese, was ich im Radio höre. Was du anrichtest. Du wusstest doch, wie es laufen würde. Ich hab's dir genau gesagt. Vielleicht merke ich ja jetzt erst, dass es ein Unterschied ist, etwas in der Theorie zu hören oder es als fette Schlagzeile auf der Titelseite zu lesen. Du hast nicht gedacht, dass ich durchziehe. Ich dachte nicht, dass... Doch, ich wusste es.
In dem Moment, als du wieder zu dir gekommen bist, da habe ich es dir angesehen. Ich schaue dich an und sehe, wer du mal warst. Ein kleiner Junge, der nicht viel hatte, aber deswegen nicht verbittert war. Ein kleiner Junge mit strahlenden Augen, der lachte, der sich einfach freute, auf der Welt zu sein. Ich frag mich, was aus ihm geworden ist. Ihm ist klar geworden, wie die Scheiße läuft. Sag bloß. Wie oft ist das Waisenhaus von Rassisten verwüstet worden? Wie oft mussten wir rumfahren und in Lokalen um Essensreste bitten, weil wir sonst nichts zu fressen hatten? Natürlich mussten wir mit rassistischen Arschlöchern fertig werden. Aber jedes Mal, wenn die uns was angetan haben, waren Leute zur Stelle, die uns geholfen haben. Weiße, schwarze, Baptisten, Lutheraner und. Weißt du noch, wie ihr Buben alle neue Jacken zu Weihnachten bekommen habt? Die kamen von einer alten, weißen Frau. Einer Calvinistin. Das ganze Jahr hatte sie daran genäht. Wenn du immer nur das Böse sehen willst, dann wirst du nie etwas anderes erkennen. Ich muss los. Ich hab dir das nie gewünscht, Lincoln. Ich wollte, dass du ein gutes Leben hast. Was spricht er noch? Ich weiß nicht, ob du drüben warst bei Sammy. Aber was das Feuer übrig gelassen hat, haben sich die Nachbarn gegriffen. Nicht aus Bosheit. Sie wollten etwas zum Andenken haben. Aber da gebe ich soweit dem Vater James schon recht, dass man halt eben in den ganzen Situationen oder in den ganzen Dingen, die einem im Leben widerfahren, versuchen sollte, immer das Positive draus zu ziehen oder die positive Seite zumindest zu erkennen. Aber ist natürlich in dem Fall vom Lincoln nicht ganz einfach. Rede mit Burke. Jawohl, es geht doch. Es ist wirklich bloß eine reine Übungssache. Also jetzt total ungewohnt, wenn man die Steuerung so nicht gewohnt ist. Und man drückt halt einfach erstmal so ganz normal nur auf den Knopf und dann überschlägt sich da halber das Auto. Aber das sieht ja jetzt gut aus. Ich bin diesem Regen dermaßen leid. Wenn du abhaust, versuche es mit der Hintertür. Können wir da schon mal ein bisschen reinschauen? Macht bloß eine junge, vielleicht auch ältere Dame gerade sauber. Nice, Burke. Ist ein Weilchen her. Lincoln Clay. Heilige Mutter Gottes. Das Gespräch. Jetzt habe ich alles gesehen. Der Schnauzbärte. Denk, du bist tot. Das höre ich öfter. Was willst du? Ich würde dir gern ein Geschäft vorschlagen. Ja, ja? Ich nehme Marcano vor und seine Brüder und jeden, der mit ihnen was zu tun hat. Ja, und? Folgende Idee. Wenn Barbieri weg ist, geht Point Verdun wieder an dich. Und dann klären wir, was mit dem Rest der Stadt passiert. Hau bloß ab. Ich hab schon mal mit euch Penner zu tun gehabt. Und was hatte ich davon? Burke, du kannst dich hängen lassen, aber dein Selbstmitleid wird gar nichts ändern. Jetzt hör mir mal gut zu, du gottverdammtes Arschloch. Dennis Leiche war so verkohlt, dass ich mir der Leichenbeschauer nicht zeigen wollte. Wenn einer diesen verfluchten Marcano killt, dann ich. Na, dann hat er ja nicht viel zu befürchten, solange er sich nicht in irgendwelchen abgewarzten Spelunken herumtreibt. Nämlich, du Arschloch. Ich hab mehr Eier als ein Typ, wie du jemals haben wird, klar. Das glaube ich nicht. Leonard, kreis hier auf und quatsch mich dämlich an. Typen wie du verbissen sich doch sofort, wenn's brenzlig wird. War immer schon so. Und erinnert sich nie. Das. Fabian Ira, du musst Burke überzeugen, dass du es ernst meinst. Rase, fahre auf der falschen Straßenseite, vollführe waghalsige Sprünge und mach ihm klar, wie ernst es dir ist.
Ist nicht dein Glückstag, du Wichser! Was glaubst du denn, was du da machst? Du hast so auf dicke Eier gemacht, da wollen wir mal sehen, wer von uns beiden die größeren Klöten hat. Der Nigger oder der Mick? Ja, wo müssen wir jetzt hinfahren? Haben wir irgendein Ziel? Schau bloß mal. Dann könnte man rein theoretisch schon mal in die Richtung fahren. Aber offensichtlich nicht, oder? So ist es brav, Tierpappe. Immer schön die Löffel langziehen. Ist es jetzt so gut, dass ich da irgendwelche Leute ramme? Oh Gott, ich bin halt auf der völlig falschen Straßenseite. Beziehungsweise nicht auf sehr vorteilhafte Straßen, wo man gut Geschwindigkeit aufbauen kann. Aber jetzt hat's. Das sieht gut aus. Boah, weh, wenn jetzt da irgendwie so. Wieso? Du verlässt das Einsatzgebiet. Hä? Wieso verlasse ich das Einsatzgebiet? Muss jetzt mal kurz schauen. Aber die haben da jetzt gar nicht irgendwie was vorgegeben. Ich fahre einfach wieder zurück. Wie lange muss ich die jetzt noch machen? Weil es wird ja nicht abgetan sein, nur weil wir jetzt da mal ein bisschen hin und her rasen. Geschafft. Leg mal eine Pause ein, bevor die Bullen scharf auf uns werden. Halt hier an. Okay, das hat er jetzt selber gemacht. Und jetzt raus mit dir aus meinem Auto. Lass mich erst nüchtern werden, dann komm vorbei. Uns fällt schon was ein. Okay, also die kleine Spritze hat er mir jetzt davon überzeugt, dass wir waghalsig sind. Aha. Naja, dazu brauche ich jetzt eher nichts sagen. Das finde ich eigentlich ziemlich dämlich. Alte Mission. Aber gut. Soll uns recht sein, a nation once again. Triff dich mit Burke. In eine andere Richtung. Wenn du abhaust. Dann fahre ich jetzt da oben drüber. Jawohl. Ja, man gewöhnt sich doch relativ schnell an die Steuerung. Was geht jetzt ab? Ach, da hätte ich gar nicht lang. Doch. Alles richtig, alles richtig. Aber ich mache jetzt wieder ein bisschen Baller-Action, ne? Zurück. Erzähl mir was von Barbieri. Barbieri. Er ist ein verdammtes Arschloch. Viel mehr musst du nicht wissen. Du weißt, was ich wissen will, Burke. Streng dich ein bisschen an. Barbieri vertickt sein Splow. Über die Sweetwater-Distille. Splow? Pantherpässe. Schädelspalter. Fusel. Billiger Sprit. Feuerwasser. Lebst du hinterm Mond? Was für ein Scheiß sauft ihr denn da drüben in eurem Ghetto? Jedenfalls keine Pantherpisser. Dann hast du nicht gelebt. Ich hab die Distille aufgebaut. Und dann kommt dieser Spaghettifresser und nimmt mir alles weg. Und zertrümmert mir noch das Knie.
Barbieri soll mir dafür büßen. Hörst du? Verrecken soll er. Langsam. Was hat er noch außer der Distille? Naja, er hat noch das alte Robert-Doux-Schlachthaus. Und glaub mir, da wird nicht nur Rindfleisch verarbeitet. Wenn du da landest, dann war's das. Diesmal mache ich die Drecksarbeit, Berg. Aber sobald Barbieri tot ist, erwarte ich, dass du dich um alles kümmerst. Nein, ich werde noch viel mehr tun als das. Entweder ich reiß die ganze Stadt an mich, oder ich brenne sie nieder. Und ganz ehrlich, ist mir scheißegal, was von beiden ich tue. A nation, komm schon, once again. A nation, once again. An island long, a province be. A nation, once Der Blick again. Vom Lincoln. Den kann man sich nicht erkaufen. Fahrzeuglieferung, lass dir ein neues Fahrzeug bringen. Du kannst den Fahrzeuglieferdienst anrufen, um dir einen Wagen aus deiner Garage bringen zu lassen. Schalte neue Wagen für dich frei, indem du dich um Mechanus, Lieutenants und Capos kümmerst. Schwarzgebrannter, Storyauftrag freigeschalten. Rede mit Nicky Burke. Was kommt eigentlich da? Nur alles. Ja. Gut, sieht jetzt nicht so aus, als würde da noch die Karte noch großartig erweitert werden. Ja, dann müssen wir doch hier bleiben. Ja, schauen wir einfach nochmal rein. Jetzt, wo ich Irish Point im Sack habe, sind wir bestens gerüstet, den Rest der Stadt zu erobern. Du lässt Sal bloß im eigenen Saft schmoren? Dieser Schwanzlutscher gehört abserviert. Okay. Ja, aber jetzt sind wir doch schon hier. Aber irgendwie passiert da nichts. Das finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Ach, da steht es E-Story-Auftrag. Dann ist es gar kein Zusatzauftrag. Unterscheiden. Ja, okay. Die unterscheiden sich doch. War jetzt kurz verwirrt. Dann müssen wir da vorfahren. Hier drüben. Hallo. Was machst du denn hier, Nicky? Ich weiß, was du vorhast und ich konnte nicht zusehen, wie mein Alter dich unvorbereitet losrennen lässt. Scheiße. Dein Alter hat es ja nie so mit Einzelheiten. Er hat dir nicht gesagt, dass die Sweetwater-Brennerei von einem Carl Bevers geleitet wird. Ein harter Hund, ein Arschloch vom Land. Seine Familie vertickt Schwarzgebrannten über die Firma an örtliche Läden. Hat Bevers hier erzählt, wo seine Brennereien sind? Er ist schlau genug, um alles in Bewegung zu halten. Das heißt, er hat irgendwo eine Karte versteckt für seine Fahrer. Eine Karte könnte helfen. Einer seiner Männer wird mir schon erzählen, wo sie steckt. Wir haben noch einen Mann, nennt sich Bär. Der hat ein Auge auf die Fleischfabrik. Solltest mal mit ihm reden. Das mache ich. Danke für die Hilfe. Immer gern, Lincoln. Wenn du wissen willst, was Bevers vorhat, musst du dir ein paar seiner Leute vorknöpfen. Bevers Fusel taugt nichts mehr, seit der Schlachter aufgekreuzt ist und die Geschäfte ruiniert hat. You're the first thing to ever happen to me. I don't give a damn what anyone else says. Habt ihr das richtig gelesen? Oh, dürfte schon passen. Schutzgeld, rede mit Bier Donnelly. Dann würde ich sagen, starten wir dem
Beard und Nelly einen Besuch ab. Ja, das machen wir natürlich erst in der nächsten Episode. In dem Sinne, haut's rein, macht's es gut. Servus.